das überrascht mich jetzt aber doch. Ich dachte, die hätten hier schon was. Das ist schon ewig, sieht das hier so aus. Also, Erklärung. Hier kommt der saubere Ostbach quasi aus dem Giesenberg. Richtig tolles Flüsschen haben sie hier noch in Stein gelassen. Ja, hat auf jeden Fall schon richtig gutes Potenzial. Wird bald abgezwackt und fließt in den Solinger Bach, der dann wiederum in den Landwehrbach fließt. Also quasi wird der Ostbach aufgegeben. Aber dass hier immer noch die Abwassereinleitung kommt, also der Ostbach verschwindet mittlerweile direkt im AKE, im Abwasserkanal Emscher. Wir haben ja noch ein Stückchen Köttelbecke hier. Cool. Ja. Und hier begann dieser ganz lange Kanal. Der kam erst wieder an der Forellstraße. Also wir befinden uns hier an der Schillerstraße. Es ist hier ja. Das ist ja also noch im Bereich, ja, quasi nach dem Giesenberg. Und vor der ganzen, bevor die Herner Innenstadt anfängt. Und der Bach unterquert in diesem Tunnel, also dieser, das mündet in so einen richtig geilen Tunnel mit Seitensteg. Den wollte ich eigentlich immer mal begehen. Ja, und dann war er weg, als ich das machen wollte. Dann ging ich zur Forellstraße, wollte da rein, da war das zugeschüttet, verfüllt. Und der Bach kam dann nicht mehr raus, sondern ist inzwischen, hat seinen Meister im AKE gefunden. Ja, aber krass. Na gut, was sollen sie machen? Solange wie sie den Oberlauf hier, den Ostbach, noch nicht angeschlossen haben an den Solinger Bach, das hat ja eigentlich auch wurscht. Aber irgendwas wird hier demnächst noch passieren. Oder kann man hier vielleicht sogar irgendwie rein? Ich kann das nicht einsehen. Oh, wie komme ich denn jetzt hier weg? Scheiße. Ich habe ein Ei gelegt hier. Okay, das muss ich mir für einen anderen Tag mal nochmal vornehmen, das hier mal hier zu checken. Weil hier ist jetzt im Moment gerade so Busy Time. Ist noch nicht ruhig genug. Hier fährt die ganze Zeit einer der beim Meter die Wiese. Irgendwie was, ich weiß nicht. Werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Jedenfalls hier, Leute, schaut euch das an. Das ist der Beginn der Köttelbecke Ostbach. Wird man wahrscheinlich auch nicht mehr lange sehen können. Jo.